ich will das jetzt noch mal zeigen, wie man versuchen kann. Komm mal hier, Schatz. Wenn man Medikamente geben muss oder Flüssigkeiten. Komm hier. Hat die ganze Zeit gut geklappt. Guck mal, lecker. Dass man das nicht unbedingt einflößen muss. Man kann das auch immer schön am Schnabel entlang. Dann trinken die das auch. Natürlich hat man ein bisschen Verlust, aber das ist nicht schlimm. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Also ist alles möglich. Lecker. Ne? So kann man das auch machen, ne? Bisschen daneben. Aber nicht schlimm. So kann man natürlich flüssige Medikamente auch direkt dem Huhn geben, ohne Angst zu haben, dass man nachher, dass das Huhn das im falschen Hals sozusagen bekommt. So, ja. Und man sieht natürlich danach lecker aus, weil sie sich auch gerne schütteln. Und man kann natürlich ein Handtuch unterlegen. Ne? Und ich mache das ja auch hier draußen. Ne? Meine Maus. Ja. Lecker, lecker, lecker. Na, ist das lecker, ne? Ja. Ja. Super machst du das, Schatz. Es gibt natürlich noch Hühner, die ich schon länger habe, die es noch besser drauf haben. Wer tanzt denn da hinter mir rum? Weil das ist ja noch eine von den kleineren. Die kann das noch nicht so gut, aber wir üben ja noch. Das sieht man ja. Lecker. Macht immer die Augen dabei zu. Meistens. Ja. So, da üben wir das noch, ne? Denn meine Großen können das schon richtig toll. Aber ich habe das nur nie gefilmt. Und noch nie gezeigt. Ja. Siehst du, Schatz? Ja, ja. Das ist die liebe, süße Nanny, ne? Ja, was lecker, nochmal. Oh, lecker. Immer schön vorne am Schnäbelchen. Wie gesagt, geht ein bisschen daneben, aber das ist nicht so schlimm. Ne? Ja. Okay, dann machen wir mal wieder aus, ne, Schatz? Ja.